War jetzt kurz einmal ein Aussetzer. So, jetzt haben wir's. Wir nehmen jetzt wieder Weitung. Gehen jetzt in die Ecke. Seht ihr hier die Ecke? Machen wir vier Stück. Eins, zwei, drei, vier hin. So. Dann nehmen wir jetzt, wie, ach so, weißen Beton immer noch. Und müssen hier auf der Garage ein Block noch höher drauf bauen. Das heißt, jetzt hier kommt ein Block höher. Und dann könnt ihr auch bis dahin die Garage auch zumachen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was es ist. Das ist eigentlich so ein Badezimmer, aber ich habe ja schon gedacht, innen drin baue ich ja nicht so aus, weil das ja nicht so meine Stärke ist. Und dann lasse ich es einfach so. Also eine Platte, kann man sagen, eine Steinhöhe nochmal oben drauf ziehen. Das machen wir eben kurz hier zusammen, damit ihr seht, was ich meine. Einmal kurz hier drüber ziehen und einmal noch darüber nuckeln. So, dann angekommen. So, das lassen wir erstmal so. Hier so hoch haben wir es jetzt gemacht, bis dahin. Und dann hier ist eine komplette Platte, ein Stein noch höher. So, jetzt nehmen wir einmal das Glas. Oder nee, wir bleiben immer noch bei Quarzblöcken und machen bis hier in die Ecke. 1, 2, 3, 4. Das heißt, jetzt können wir das hier verbinden. Das heißt, jetzt hier auch vier Stück hoch. Hier verbinden. Dann von der Ecke aus in die andere Ecke verbinden und dann komplett zumachen. So. Zack, zack und zack. So. Und dann könnt ihr das auch hier wieder komplett einmal zuwurschteln. Das machen wir auch wieder zusammen, weil das ist ja nicht viel. Das kann ich auch mit euch eben kurz, ne, zusammen machen. So, dann haben wir das gebaut. Hier wird das auch zugebaut. So, haben wir das gemacht. Nehmen wir einmal unser Glas. Ich habe jetzt türkisfarbene Glasscheibe genommen, aber ich weiß ja nicht, was ihr für eine Farbe nehmt. Ist ja euer Geschmack, ne? So, dann machen wir jetzt hier drei Ebenen nach oben. Eins, zwei und die dritte. So, und dann haben wir hier, dass wir jetzt eine Ebene hier lang ziehen. Das ist ja die drei Ebenen hoch und dann ziehen wir noch eine Ebene hier entlang. Zack, 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 zack. Dann hier um die Ecke auch, zack. So hoch wie die Garage oder dieser Anbau ist. Dann machen wir hier wieder 1, 2, 3, ne? Und dann werden das hier wieder drei Glasscheiben nach oben. Ich mache das jetzt hier kurz. Das ist natürlich hier ein bisschen schwieriger mit der neuen Vision, dass man hier immer echt vorsichtig sein muss, weil der sonst ganz schnell um die Ecke flutsch weg ist. So, hier machen wir den natürlich weg. Dann machen wir natürlich einen Pfeiler hin. 1, 2, 3, 4. Dann einmal hier wieder verbinden. So, so, natürlich, das ist natürlich schwierig jetzt mit dem Glas, ne? Warte mal, ich mache das jetzt gleich einfach so, dass ich das hier. Da muss man echt vorsichtig sein, ne? Also die neue Vision finde ich ein bisschen komisch. Die Lenkung ist ein bisschen, ne, schon ein bisschen kompliziert, finde ich. So, einmal hier. So. Haben wir es gleich? Ja, wir haben es gleich irgendwann, ne? Boah. So, das, das. Und noch eine Etage. Kriegen wir das heute noch hin? Weiß ich noch nicht. Warte. Das, das. Einmal hier entlang kommen. Ach, ich habe mein Handy in der Nähe. Warte mal, das muss ich erstmal wegtun. Ey, jedes Mal habe ich hier, jedes Mal sucht er irgendwie eine App oder so, hast nicht gesehen. Und dann hört man dann im Video dann den Ton von dem Suchen, vom Handy. So, also, jetzt in der Zeit habe ich euch ein bisschen zugetextet. So, jetzt habe ich das hingekriegt. Jetzt machen wir hier weißen Beton einmal nochmal komplett entlang. So. Oben drauf. Zack. Hier auch. Zack. Und einmal hier rum. Dann hier entlang. So. Wo sind wir? Sind wir angekommen? Nein. Da. So. Fertig. So muss es aussehen. Jetzt nehmen wir Quarzstufe. So. Die Quarzstufe ziehen wir jetzt komplett hier entlang. Einmal von da aus, hier oben, ne? Machen wir mal. Was nehmen wir? Eine Breite. Wir nehmen zwei Stück. Zwei Stück, das heißt erste Reihe, dann die zweite Reihe. So, 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 zack, fertig. Auf der anderen Seite übernehmen wir das gleiche auch, das heißt jetzt hier ist der Rand, dann kommt hier erste Reihe, zweite Reihe. So, auf der Seite natürlich auch, das heißt hier rein werden bis zum Ende gezogen, da, dann wieder eine Reihe, so, dann haben wir 2, 2, 2, so, das haben wir auch, super. Jetzt nehmen wir hier unten, machen wir einen hin und den ziehen wir komplett entlang bis zum Ende. Das heißt jetzt bis
Wo bin ich jetzt hier? Da, genau, hier. Das tun wir weg. Wenn wir nicht durcheinander kommen, den ziehen wir jetzt komplett einmal entlang. Bis zu dem Pfeiler hier. Da verbinden wir die. Dann ist das so eine Ecke. Und dann gehen wir jetzt jeweils immer so hoch. Das heißt, jetzt hier den halben lassen wir. Da kommt einer hin. Den halben lassen wir. Da einer hin. Immer, dass so ein halber da ist. Zack. Und dann haben wir hier, glaube ich, hier kommt ein ganzer wieder drauf. Und dann lassen wir das so. Das heißt, jetzt hier müsste einfach nur die Reihe verbinden. Zack, zack. Ah, ne, der war zu hoch. Ich meine, der war zu niedrig. Der musste genauso hoch sein. Das heißt, hier ist der, ne? Nein. Mann, was ist denn heute los wieder mit mir, ey? Voll Banane in der Biene, oder? Oh, klingeln tut's auch noch. Ach, heute sind die Heiligen Drei Könige oder so, ne? Da kommen wir mal was Süßes haben, ne? Mach ich jetzt extra nicht auf, ne? Damit die auch nichts Süßes kriegen, ne? Weil, wenn ich ehrlich bin, das ist mein Süßes und ich gebe das nicht gerne ab, ne? So, dann lassen wir es einfach so. Außerdem ist das, was sollen die jaulen einen vor? Singen einen vor und dann denkst du, wann hören die endlich auf? Und dann sagst du so, sind wir mal ehrlich, ihr sagt dann, ja, schön, so. Und dann denkt ihr, Alter, was war das denn jetzt schon wieder? Aber man tut dann so nett und sagt, ja, schön. Und dann, hier hat da jeder eine Schokolade. Und am liebsten würde man sagen, hier, verpisst euch. Also ich mach's nicht auf, es hat geklingelt und peng. Ne? So, bei mir waren die ja drei Könige und wollten was Süßes. Ich hab nicht aufgemacht. So sieht's aus. So, jetzt haben wir das soweit gebaut. Das heißt jetzt hier, wo bin ich kleben geblieben in der Zeit, wo ich mit euch gelabert habe. So, jetzt müssen wir hier wieder 1, 2, 3. Das heißt, jetzt machen wir hier eine Reihe drüber. So, dann wieder eine Reihe. So, machen wir jetzt mal gucken, weil habe ich. Da hinten haben wir Zweier genommen, ne? Oder haben wir Dreier genommen? Zweier haben wir genommen da, ne? Dann nehmen wir auch mal da Zweier. Pitsch! Oh, was war das denn jetzt? Was ist denn jetzt losgelatscht? Ich muss erst mal gucken, ich komme gleich wieder. Moment. So, da bin ich wieder. Das waren die herrlichen drei Könige. Meine Frau hat die Tür aufgemacht und wusste nicht, was man gibt man den herrlichen drei Königen, ne? Und musste ich ganz schnell aus der Spardose jeder 2 Euro oder ein bisschen was Süßes, ich weiß es nicht, ey. Jetzt habe ich jeden, drei Kinder waren das, jeden 2 Euro in der Hand gedrückt und einen Kinderriegel. Ich weiß es nicht, wer von euch macht denn hier auch hier so vor der Tür singen, so, Also das war ja ein Ding, ne? Also wo sind wir jetzt stehen geblieben? Also wir haben das jetzt hier alles so gewalt gebaut. So, ne? So, jetzt haben wir das hier. Das war jetzt hier, so eine Ecke haben. Da machen wir den hier weg und machen einen ganzen hin, dass das hier so aussieht. Ne? Zack, zack. So, ne? Dann machen wir jetzt, passt auf, ein Zweier. Dann gehen wir hoch, machen hier ein Zweier. Das heißt, hier bleibt ein Zweier. Hier ist ein Zweier. Und das gleiche hier auch. Eins höher. Zweier. Und dann immer so weiter. Ich mache das jetzt hier so, dass wir erstmal bis zum Ende kommen und dann innen drinnen wird das dann ausgebaut. Das heißt jetzt, ich baue das so, zack, Zweier, wieder ein Zweier, seht ihr ja, Zweier, Zweier und das gleiche auch und dann wieder so ein Schrägdach. Warte mal, das kann ich ja so hier lassen. So. Immer zwei Steine. Darum muss ich jetzt, ey, unterbrechen. Die heiligen drei Könige waren bei mir und haben geschnurrt. So, also, einmal das. Okay. Hier sind wir an der Ecke. Das heißt jetzt, hier gehen wir einmal nach oben. Ihr seht ja, da bleibt so eine Kante übrig. Und dann machen wir hier, bis dahin, machen wir den Pfeiler. So wird das dann, was machen wir da? Okay, alles klar. Musst du nur nochmal gucken, ob ich das richtig baue. So, dann hier wieder ein Zweier. Und dann, nochmal ein Zweier. Oh, das geht ja super auf. Ey, boah, ich hab's drauf, ne? Zweier, Zweier. Ihr seht ja selber, von da aus angefangen. Ein Zweier und immer, immer wieder nach oben. Das heißt, jetzt hier drin wird das ausgenudelt. Ding, ding. Dang, 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 dang.
Man müsste eigentlich jetzt so ein Thumbnail machen. Die heiligen drei Könige waren bei mir. Und dann mache ich so ein Thumbnail wie so ein heiliger drei Könige. So ein kleines Kind, ein blaues Auge kriegt und so. Die Schlägerei vor der Tür. Die heiligen drei Könige. Bam, bum, bum. So, also. Jetzt haben wir das alles so weit gebaut. Das heißt, jetzt hier wird das Dach entstehen. Aber wir lassen das erstmal noch so, weil ich muss ja erstmal was gucken. So, das heißt, jetzt auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. Hier auch sozusagen. Wir machen dann hier, warte mal, jetzt bin ich hier, da. Okay, jetzt nehmen wir die Ecke hier, ziehen einmal entlang, dass wir hier wieder einen Streifen hinbekommen. So, so sieht der Streifen aus. Und dann wird das hier komplett zugebaut. So, und hier auch, zack, zack, zack. Jetzt müssen wir uns nur Maß entscheiden, ob ich jetzt 4 Steine nehme oder 3 Steine, je nachdem. 1, 2 haben wir schon genommen, 3, 4. Ich muss mal gucken, das muss ein bisschen weiter Fläche sein. 4 Stück nehmen wir. Okay. Das heißt, jetzt 4 Steine. 1, 2, 3, 4. Müsst ihr nach oben bauen. Das heißt, hier komplett einmal entlang. So. Zack, 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 zack. Und dann hier. Und, achso, hier bin ich. Ich dachte, wo bin ich denn jetzt gelandet? Dann wieder eine Reihe. Zack. So. Bis wir dann 4 Steinchen nach oben haben. Vom Glas. Schluck. Und haben wir jetzt 1, 2, 3, 4? Ja, haben wir, ne? Dann. Also, warte mal, ich muss das Glas. Ich muss jetzt eben einmal das Bildchen drehen. So, dann muss das ja hier. Da muss ja das. Moment, wir haben es gleich. Da muss ich mal gucken. So hoch muss ja eigentlich das Dach sein. Das Dach ist hier. Das heißt, wir müssen so hoch auch die Steine bauen. Ja, sicher. Das Dach ist ja die Schräge. Und da müssen wir auch so hoch die Steine dahin bauen. Das heißt, jetzt hier wäre mehr als 4 Stück. Das wird ja dann so hoch. Das ist das Dach. So. So gesehen ist das das Dach. Ist auch so breit auf dem Foto. Puh. Oder wir machen die Gläser gleich noch einmal. Wir machen das jetzt einmal so hoch, wie auch das Dach ist. Das ist das Dach. Das heißt dann von hier aus ziehen wir das dann alles komplett einmal so entlang und wir machen vielleicht die Fenster gleich noch eine Scheibe breiter, größer, weil das sind auch ziemlich große Fenster, die vorne sind. Aber auch die Fläche, die ich jetzt hier mit weiß mache, ist auch ziemlich groß. Da muss das ein bisschen ausgeglichen werden. Das heißt, ich mache das jetzt hier komplett auf die Schnelle eben zusammen hoch. Ne? Und dann kommt in einer Folge nur noch, glaube ich, nur noch das Dach und so ein paar Feinheiten. Nur die Feinheiten werde ich euch dann werde ich bauen und dann werde ich sagen, so sieht das innen drin oder außen aus, je nachdem, worauf ich Bock habe, das zu bauen. Ja, und wo ich stehen geblieben war, wie ist das mit Erfurt? Ihr habt ja geschrieben, ihr wollt hier irgendwas, viele Leute möchten was aus Erfurt haben, aber wie ich schon sagte, Kölner Dom, also nicht Kölner Dom, Erfurt, der Dom, wird es wohl nicht sein, aber ich weiß nicht, was ich da so eine Kleinigkeit, so ein Snack, habt ihr so ein Snack, habt ihr irgendein Gebäude, so, wo ihr denkt, ja, okay, ist nicht die Welt, aber das ist was von Erfurt und dann, ne, wo ich sage, okay, das baue ich doch locker. Ne? So, einmal hier. Zack, zugemacht. So, jetzt muss ich einmal vom Weiten gucken. Bäm. So muss es aussehen. Okay, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Das bedeutet, wir machen die Fenster, die Gläser noch größer. Das heißt, ich sehe das jetzt hier aus. Wir machen jetzt 1, 2. Das heißt, 3 Stück ist die Breite. Das ist die Breite von dem Fenster. Und das müsst ihr dann hier so übernehmen. So, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Also von hier aus, wo das einer ist, 2, 3. Und dann komplett einmal ausschlagen. Und dann werden das richtig große, schöne, dicke Fenster. So, hier einmal entlang. Und dann bis dahin. Und dann hier auch nochmal. Blub, 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 blub. Fertig. So, jetzt gucken wir vom Weiten. Und dann müsst ihr auch wieder die Zeit ein bisschen überschritten haben, ne? Damit ihr auch alles wieder bauen könnt und damit ihr auch nicht durcheinander kommt. Also, das ist jetzt erstmal das, was wir jetzt gebaut haben. Und dann machen wir jetzt das Glas noch hin. Hier kommt noch Glas, ne? Wenn wir das schon ausgeschlagen haben, muss ja auch was dahin. Das ist das Glas. So, das. Das und das. Ne? Und dann hier oben auch natürlich. Zack. Ich zeige euch das nur, damit ihr auch wisst, was ich meine. So. Und dann komplett bis dahin. Das bedeutet natürlich, dass wir hier das gleiche, was wir da hinten auch gemacht haben, mit den Zweier hier auch machen. Zweier.
Zweier. Und dann natürlich hier komplett alles ausnuckeln. So. Zack. Und dann haben wir das erstmal so. Das ist auch ein großes Gebäude wieder, ey. Meine Fresse. Auf jeden Fall haben wir das jetzt einmal so weit gebaut. Achso, das wollte ich auch noch sagen. Dann ist aber Ende. Dann kommt das nächste wieder, ne? Hier drinnen, innen drinnen, hier, das mal auch mit Glas. Das bedeutet, ich mache hier Glas hin. So. Einmal hier. Und dann verbinde ich das. Aber ihr könnt auch ganze Klötze nehmen, je nachdem, wie ihr das bauen möchtet. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? So. Dass das von der anderen Seite auch mit Glas. So, zack. So. Da, wo die Lamellen sind. So, dann sieht das so von der anderen Seite so aus, ne? Mit Glas. So, hier oben müsste man noch was hinbauen, aber das ist ja jetzt ein kleiner Schönheitsfehler. Man baut jetzt erstmal so weit, dass wir das jetzt in der nächsten Folge das Dach zumachen können. Und ja, und dann kommen ja noch so ein paar Sachen rein und dann haben wir das Ding auch wieder fertig. So, das war es wieder eine Folge von mir, ne? Und dann würde ich sagen, bis nachher oder morgen, je nachdem. Tschüss.